sag euch, wie es ist, Leute. Ich habe die letzte Zeit relativ viel Road Rage gehabt, ne? Ich komm nicht verarschen, Digga. Digga, wie fährst du denn? Ja, halt an, komm. Guck mal, wie du fährst, Alter. Ja, wie fährst du denn? Ja, wie fährst du denn, Mann? Ist mir scheißegal. Du hast zu warten, wenn ich nicht genug... Digga. Was ist dein Problem, Mann? Ja, willst du mich jetzt umfahren oder was? Ja? Ja, ist dein Ernst? Nein, guck mal, wie du fährst, Digga. Wo hast du fahren gelernt, Mann? Halt doch jetzt die Eier und steig aus. Spaß. So Leute, Servus und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben Samstag, 20 Grad, Sonnenschein. Und wir nehmen jetzt mal ein kleines, aber schmackhaftes Video auf. Nächste Woche wird ein ganz besonderes Video rauskommen, weil ich werde morgen nach 3,5 Jahren mein erstes Fahrsicherheitstraining absolvieren. Ich bin mega gespannt, wie das ablaufen wird. Und vor allem bin ich gespannt, ob ich da wirklich was auch mitnehmen kann für mich, ne? Weil 3,5 Jahre, keine Ahnung, 70.000 Kilometer jetzt schon gefahren, circa, mit der kleinen Maschine zusammengerechnet. Dadurch habe ich halt wirklich schon relativ viel Straßenerfahrung, auch im Knieschleifen, Schräglagen, Kurven etc. pp. Ich habe eigentlich schon relativ viel Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin wirklich gespannt, ob ich da was mitnehmen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich denke mal, ja, ich habe es mir so ein bisschen erklären lassen, was man da so alles macht. Hat sich jetzt nicht so extrem spannend angehört. Aber ich denke mal trotzdem, ja, Spaß machen wird es auf jeden Fall. Und ob im Endeffekt ein paar Dinge dabei waren, die ich mitnehmen kann, werden wir sehen, Leute. Werden wir sehen. Da gerade will rüber. Yo, yo. Nicht wundern, wenn ich mich noch ein bisschen verpenne und alles anhöre. Ich bin nämlich vor ungefähr, weil es um 11:29 Uhr, ich bin vor ungefähr 20 Minuten aufgestanden. Yes, so ist es. Ja, morgen ist Sonntag und ich will noch ein Video fertig haben. Deswegen. So ist es, Mann. Aber das kriegen wir hin. Yo. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel es geht zu recorden vom Fahrsicherheitstraining morgen. Dann könnt ihr mal gespannt sein, wie sowas abläuft. Weil ich weiß es halt selber eigentlich gar nicht. Ja, mir wurden nur so ein paar Dinge erklärt, was man da so macht und so. Ne? Aber wie das jetzt genau abläuft, das weiß ich auch nicht. Und deswegen ist es umso interessanter, dass ich das alles mal aufnehme, so viel es geht. Und wir uns dann gemeinsam das mal anschauen können, wie sowas abläuft, Leute. Was jetzt natürlich halt echt gerade ein bisschen belastend ist, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wie es ist, ne? Mein Vorderreifen, der ist relativ abgefahren. Ja, also der Reifen, der sieht leider nicht mehr so gut aus. An manchen Stellen hat er nichts mehr, an manchen Stellen hat er noch fast 2,5 mm. Ja gut, jetzt werden wir mal gucken, ob das für morgen reicht. Wenn es nicht regnet, reicht es sowieso. Es ist eh alles gar kein Problem. Und so wie der Wetterbericht aussieht, wird es morgen auch nicht regnen. Von daher, ja, müsste das eigentlich eine ganz simple Sache werden. Überholen wir mal ganz entspannt hier. Leute, ich hoffe, dass ihr wirklich so viel wie es geht jetzt auch mal langsam vom Sound mitbekommt. Ich habe ja vor mir, demnächst irgendwann ein anderes Mikrofon zu kaufen. Aber das dauert noch ein bisschen. Das Mikrofon kommt dann entweder in den Rucksack rein oder in mein E-Spec. Und dann habe ich halt auch richtig geile Soundaufnahmen. Jetzt habe ich wieder vergessen, meinen Display abzukleben. Mann, ich wollte da irgend so ein Tape drüber kleben, ey. Sonst muss ich permanent verpixeln. Und das ist nicht geil. Ja, ich weiß, man kann es trotzdem messen von Laterne zu Laterne, aber das ist deutlich aufwendiger. Klar, wenn man weiß, wie es geht, ist nicht aufwendig, aber es ist trotzdem irgendwo aufwendiger. Als halt so, ne? Guck mal, ein bisschen am Flexen hier. Aber in der Stadt hier werden wir eh chillig fahren. Aber guckt euch, Leute, das hier zum Beispiel jetzt an. Hier 30. 30 wegen Baustelle. Das ist noch... Ach, Mann. Das ist... Wo ist denn eine Baustelle? Wo? Ah, oh, Mann, ey. So, wo fahren wir überhaupt lang? Ich habe gar keine Ahnung. Wir fahren links. Weil rechts bringt uns gar nichts, geradeaus bringt uns gar nichts und links ist okay. Links ist in Ordnung. Wenn man so einen Schlitz vom Visier auf, das ist okay.
Ja, ja. Mich wundert's, dass jetzt. Oh, Leute, es ist so. Nee, das, oh, das ist irgendwie so übertrieben laut. Und manche beschweren sich jetzt schon wegen meinem Auspuff. Dann hört euch mal solche Dinge an. Die sind tausendmal lauter. Und. Nicht gerade das schönste Laut. Wie war es, wie sieht es ganz hoch, Alter. Puh. Wisst ihr, was aber halt richtig belastend ist? Ich muss um 8 Uhr schon in einem bestimmten Ort sein. Guter Ort ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde von mir entfernt. Deswegen geht es eigentlich noch. Ja, trotzdem. Das heißt, ich muss um, ja, ich würde mal sagen, um 6:30 aufstehen, ey. Alter. Halb sieben aufstehen, Leute, ist schon eine Sache, die man wollen muss, ne? So, ich denke mal, das war jetzt einfach mal wieder irgendwie ein chilling Ride. Diesmal aber in der City, nicht auf der Landstraße. Die Ampeln hassen mich gerade alle voll, merke ich, ne? Ich verstehe nicht warum, beziehungsweise wieso. Es ist voll langweilig in der Stadt, ohne Witz. Wenn mal irgendwas passiert, dann ist es, dass ich vor mir Verkehr habe, wie ihr es gerade seht, Leute. Also es ist, ja, ich weiß nicht, die Stadt ist nicht so geil. Aber ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles erwähnt im Video, was ich erwähnen wollte. Wegen morgen, dem Fahrsicherheitstraining, wegen meinem Reifen. Ja. Und wie abgefuckt ich bin, dass mein Motorrad vorne wieder überall voller Fliegen ist, ne? Weil ich gestern eine einzige kleine Abendrunde gefahren bin. Aber ich werde es mal nicht komplett clean, ich werde einfach nur mal schauen, ob ich es mit einem Lappen und Cleanwax hinbekomme. Digga, oh, es ist so laut, dieses Ding. Ich finde nicht mal mein eigenes Moped mehr. Das ist schon. Das ist schon eine Ansage, Alter. Boah, Digga, das ist wieder so eng hier. Weil es eben so langweilig ist, ja, würde ich sagen, wir fahren jetzt auch schon wieder back. Because es macht irgendwie alles keinen Sinn so wirklich, ne? Oh Mann, Mann. Was ist denn da oben los? Aha. Leute, ich habe gerade das erste Mal gesehen, wie Spritpreise geändert werden. Wild. Zu wild, wirklich. Habe ich gerade das erste Mal im Leben gesehen. Wisst ihr, einerseits freue ich mich halt auf dieses Sicherheitstraining, aber andererseits, Leute, ich sage euch, wie es ist, wenn das so langweilig wird, weil da, ich habe auch gehört, dass sind halt Leute dabei, die jetzt halt noch nicht so viel Straßenerfahrung haben, etc. pp. Aber wenn da Leute dabei sind, die richtig reinsacken, Alter, boah. Müssen wir mal gucken, was wir machen, ey. Dann gehen wir einfach Wheelies üben, so für uns, ne? Und das hat mir nämlich mein Onkel ermöglicht. Mega geil, aber ich wäre schon lieber direkt auf die Renne irgendwie gegangen, statt ja, Fahrsicherheitstraining. Aber wer weiß, Leute, vielleicht nehme ich halt da wirklich was mit. Ja, vielleicht nehme ich da wirklich ein, zwei Dinge mit und da bin ich einfach gespannt drauf. Und die Hoffnung habe ich. Die Hoffnung habe ich, die will ich nicht aufgeben, weil ich bin mir sicher, es gibt immer so ein, zwei Dinge, die man eben noch nicht weiß oder wo man sich verbessern kann oder den einen kleinen Trick nicht wusste. Ja, ich versuche es mir gerade irgendwie schön zu reden. Ich weiß. Die Leute in diesen riesen Autos, die pennen irgendwie immer, Digga. Das ist nicht mal mehr nur einfach so gesagt. Das ist halt so. Ah, das ist Wochenmarkt hier. Deswegen ist hier so voll. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Ja, ich habe die letzte Zeit relativ viel Road Rage gehabt, ne? Komplett verarschen, Digga. Digga, wie fährst du denn? Ja, halt an, komm. Guck mal, wie du fährst, Alter. Ja, wie fährst du denn? Ja, wie fährst du denn, Mann? Ist mir scheißegal. Du hast zu warten, wenn dich nicht genug... Digga. Was ist dein Problem, Mann? Ja, willst du mich jetzt umfahren oder was? Ja? Ja, ist dein Ernst? Nein, guck mal, wie du fährst, Digga! Wo hast du fahren gelernt, Mann? Hab doch jetzt die Eier und steig aus! Spaß!
Was ist nur momentan mit den Leuten los? Ich glaube, es liegt daran, dass es auf einmal wieder extrem warm eben ist. Ja, und die Leute einfach voll den Hitzschlag haben oder... Ich weiß es nicht. Die Hitze einfach nicht vertragen. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil ey, in letzter Zeit die Leute, die fahren brain dead wie sonst was, ey. Das ist brutal. Leute, ich bedanke mich schon mal auf jeden Fall jetzt fürs Zusehen, wenn noch irgendetwas reinkommt, was ich anscheinend will. Schneide ich es rein, seid vorsichtig, auch beim Tanken. Und wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Schaltet gerne ein und seid gespannt. Ciao.